Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Halte durch, Vater. Wir müssen etwas unternehmen. Oh.
Können wir nicht schnell etwas tun?
kommt. Alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein! Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut... Dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Hier lang.